Ich verlose GTA 6 als Vorbestellung. Interesse? Dann guck jetzt in die Videobeschreibung. Ja, Freunde, die guten alten GTA 6 Leaks, die wurden ja vor kurzem ins Internet einfach mal gedroppt. Es ging um ganze 90 Dateien und da hat man unter anderem auch Gameplay gesehen. Also ich habe darüber ein ausführliches Video gemacht, wenn es euch interessiert, dann check it out. Direkt nach dem Leak hat man sich gefragt, ist es real, was man sieht, oder ist es fake? Doch jetzt kommt die bittere Wahrheit. Das geleakte Material, was der Hacker veröffentlicht hat, ist alles original. Also es geht da wirklich um GTA 6. Deshalb auch die bittere Wahrheit für Rockstar Games. Die Fans haben sich natürlich gefreut, denn endlich haben die GTA 6 lebend gesehen. Denn bis dato haben wir nichts weiteres von Rockstar mitbekommen als wie, ey, wir sind gerade beschäftigt mit GTA 6. Und das Ganze schon seit 9 Jahren. 9 fucking Jahre warten wir schon auf den Nachfolger von GTA 5. Ja, und nachdem das Ganze öffentlich gedroppt wurde, hat sich jetzt Rockstar auch zu Wort gemeldet. Die haben folgendes Statement rausgehauen. Und nein, Leute, keine Angst, ich werde es euch auf Deutsch übersetzen. Eine Nachricht von Rockstar Games. Vor kurzem wurde in unser Netzwerk eingebrochen, wobei eine unbefugte dritte Partei illegal auf vertrauliche Informationen in unser System zugegriffen und diese heruntergeladen hat. Darunter auch früheres Entwicklungsmaterial für das nächste Grand Theft Auto. Zu jetzigem Zeitpunkt erwarten wir weder eine Unterbrechung unserer Live-Spiel-Services noch eine langfristige Auswirkung auf die Entwicklung unserer laufenden Projekte. Wir sind zutiefst enttäuscht, dass Details zu unserem nächsten Spiel auf diese Weise mit Ihnen allen geteilt wurde. Unsere Arbeit am nächsten Grand Theft Auto-Spiel wird wie geplant fortgesetzt. Und wir sind nach wie vor bestrebt, euch, unseren Spielern, ein Spielerlebnis zu bieten, das eure Erwartungen übertrifft. Wir werden euch bald wieder auf den Laufenden halten und euch das nächste Spiel natürlich gebührend vorstellen. Wir möchten uns bei allem für die anhaltende Unterstützung in dieser Situation bedanken. Das Rockstar Games Team. Ja, Leute, das war das offizielle Statement vom Baba Rockstar. Doch wie ihr im Titel seht, ich bin enttäuscht von diesem Statement. Denn wie gesagt, GTA 5 kam im Jahre 2013 raus. Und ich als jahrelanger Fan, der alle GTA-Spiele gespielt hat, bin von diesem Statement etwas enttäuscht. Denn dieses Statement hatte im Grunde nichts Neues, was wir bereits nicht kennen würden. Das Einzige, was dazugegeben wurde, ist, dass das Material echt ist. Doch selbst das war schon mittlerweile im Internet bekannt. Dass GTA 6 in Machung ist, wow, das wussten wir auch schon. Und da werden wir wieder vertröstet nach dem Motto, hey, wartet nochmal 9 Jahre, dann hauen wir vielleicht den GTA 6 Trailer raus. Ne, jetzt mal im Ernst, ne? Ich liebe Rockstar über alles, das kann man nicht bezweifeln. Doch so ein Häppchen Information, so direkte Information zu diesem Zeitpunkt, das wär's. Wie zum Beispiel das Release-Datum, auch wenn sie es dann später verschieben würden, damit wir uns ungefähr drauf gefasst machen können. Werde ich das überhaupt noch miterleben oder nicht? Das ist die Frage. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, ein sehr professionelles Statement an der Stelle. Und ja, jetzt kann ich euch ja direkt fragen. Wie findet ihr das geleakte GTA 6? Wäre es das so in eurer Vorstellung? Oder würdet ihr euch lieber was ganz anderes vorstellen? Und falls ihr noch nicht wisst, was genau euch erwartet in GTA 6, was da geleakt wurde, dann checkt diesen Kanal aus. Im Laufe des Tages werden laufende Infos kommen. Denn hier seid ihr genau richtig, hier seid ihr up to date und hier bekommt ihr News. Abonnieren nicht vergessen, sonst hab ich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu kleiden. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach rüber reagieren.